Hi Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute zeige ich euch, wie man mit einem Motorrad fährt, mit einer 150er DZ. Und ja, fangen wir erstmal an. Also ich zeige euch erstmal, wie man im ersten Gang fährt. Wenn euch das Video gefällt, dann kann ich euch auch noch zeigen, wie man in die Gänge schaltet. Also als erstes dreht ihr hier diesen Benzinhahn auf. Kann man sehen. Einmal runter, nach links drehen. So. Dann macht ihr das Ding, also stellt ihr das Motorrad hin und macht den Ständer weg. Als nächstes schaltet ihr das Motorrad auf an, sodass hier so eine orange Lampe leuchtet. Das ist nämlich wichtig, weil dann ist er im Leerlauf. Ja. So. Dann gibt es hier diesen Kickstarter. Bei dem müsst ihr so ungefähr ganz doll rauftreten. Und dann geht das Ding an. Ich zeige euch mal das, wie das ungefähr aussieht. Dabei gibt ihr auch ein bisschen Gas. Genau, jetzt habe ich es nochmal ausgemacht. So, dann sagen wir mal, dass wir das Motorrad an ist und dass ihr die Kickstarter getreten habt. So, als nächstes zieht ihr die Kupplung und mit dem Fuß drückt ihr einmal hier bei dem Schalter einmal runter und dann habt ihr nämlich den ersten Gang drin. Wenn ihr das gemacht habt, dann gebt ihr natürlich immer wieder Gas, damit das Motorrad nicht absäuft. So, wenn ihr das gemacht habt, lasst ihr die Kupplung langsam los und gebt dabei immer Gas. Und dann sucht ihr den Schleifpunkt und dann fährt das los. Also ich zeige euch erstmal, wie das jetzt aussieht. So, ist an. Ja, jetzt zeige ich euch noch, wie man bremst. Das ist nämlich auch ganz leicht. Wenn ihr fahrt, müsst ihr dann die Kupplung ranziehen und dabei hier mit der Handbremse bremsen und hier unten mit der Fußbremse. Und das zugleich, damit er dann nicht wegrutscht. Damit ihr mit dem Vorderrad und mit dem Hinterrad bremst. Ich kann euch das auch nochmal zeigen. Dann müssen wir wieder anmachen. Also als erstes startet ihr mit dem Kickstarter. Dann könnt ihr das Motorrad auf den Ständer stellen und seid dann fertig. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen.